Na, immerhin etwas. Auf ihn! Hallo, Jungs. Ah, das gefällt mir wenigstens nur eine Prügelpassage. Du kriegst dein Fühnchen ins Gesicht. Für die Faust des Schmerzes. So, mal kurz umschauen. Umschauen wollte ich mich nur kurz. Mann. Ich glaube, das kann ich auch gleich machen. Zack. Watch. Das tat weh. So, da kommt noch einer. Ach, schon wieder der Schlägertypi. Aber ich habe dazugelernt. Ausgewichen, ausgewichen, Eier getreten und in die Magenwurm und ins Gesicht und das und das und nochmal ausgewichen und hier. Ja, und rein. Ja, das hat gesessen. Oh, jetzt bin ich außer Booster. Ach, oh. Ist das etwa Talbot selbst? Nee, ist er nicht. Oder? Sie haben eine Trophäe verdient, Unmenschenschläger. Ja, bei der Passage ist... Oh, cool, eine Gießkanne benutzt. Und... Squish! Squid! Ausgewichen und ins Gesicht und runter. So, ich guck mich mal kurz hier um. Ob hier nicht irgendwie so ein Schatz versteckt ist. Die Gelegenheit sollte man ja direkt mal nutzen. So habe ich nämlich im zweiten Teil fast 100% bekommen. Nur durch rumlaufen und ein bisschen gucken. Da die Dinger eigentlich in der Regel nicht so schwer versteckt sind. So, weiter geht's. Bam, 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 bam. Achso, das ist ein Laden. Will jemand von euch eine Lampe? Richtig nicht. Ah, wusste ich doch. Und eine Kette oder sowas. Und was ist es? Was ist es? Komm. Eine Kette. Eine schöne, hübsche Steinkette. Und noch eine Kette. Mann, hier hat aber jemand ordentlich viele Ketten verloren. Und darauf kommt man auch noch. Nicht hier bestimmt auch noch was. Ja, ist ja klar. Und noch eine Kette. Aber dieses Mal sind die Schätze wenigstens einheitlich im Sinne von... Kette, Kette und Kette in der Nähe von Ketten in Ketten. Hey, hier rein. Oh. Klärt mich bitte mal jemand auf? Wer waren die Typen? Und was hat Charlie mit dem Ganzen zu tun? Er hat uns bei der Sache geholfen. Einen Moment, hat? Ist er tot? Nein. Er und Chloe. Was, Chloe auch? Ja, aber sie stiegen aus, als Cutter sich das Bein brach. Er brach sich das Bein? Zum Glück hat er sich bei dem Sturz nicht das Genick gebrochen. Ihm geht's gut. Ja, also immer noch besser als zu verbrennen. Ich wäre auch gesprungen. Nicht hilfreich. Okay, dann sagt mir jetzt endlich, wonach ihr wirklich sucht. Das. Komm her. Sally, sieh dir das an. Unglaublich sind wir los. Was haben wir da Schönes? Wir sind wohl direkt in den Geheimeingang gestolpert. Oh, wirklich beeindruckend. Ohne Ausrüstung bringt mich da keine 10 Pferde runter. Frag doch den Teppichhändler von eben. Nee, ich meine Knarren, Waffen. Er ist doch gar kein Teppichhändler. Ah, wirklich? Hey, pass aber auf dich auf, okay? Ja. Okay, im Ernst, was erzählst warum du mir sagst du mir nicht Zeug die Wahrheit? Die Kerle sind nicht wegen historischer Forschung hier und du auch nicht. Es geht um diese Marlow, habe ich recht? Ja, aber sieh dir das hier an. Ich habe sie endlich. Und es ist, wie ich gesagt habe, das wurde zu dem. Und das brachte uns her. Zu einem Loch in der Erde. Wie immer. Nur vom Feinsten. Komm, gib es zu.
Du liebst das hier genauso sehr wie ich. Nein. Nein, nicht mehr. Wirklich? Na gut, dann... Wie wär's, wenn du einfach gehst? Was, ich? Ich soll gehen? Echt lustig. Schrotflinten? Warum nicht? Was zum... Was? Er hatte nur zwei. Toll. Na gut, dann helft mir jetzt mal. Bereit? Ein langer, harter Weg. Ja, witzig. Was? Nichts, es wird lang und hart. Wollen wir? Okay, Jungs. Geheimer Eingang zu was? Was ist da unten? Kapitel 11. Wie oben, so auch unten. Was anderes erwartet. Also es ist mir neu, dass Helene Fischer so an sich Abenteuer im Sinne von Schatzsuche mochte. Also sie ist ja irgendwie immer nur mit in Drakes Abenteuer reingepurzelt, wenn man so möchte. Naja, okay. Ja. Jetzt muss ich mich wahrscheinlich irgendwo langhangeln. Also, die Perspektive hat mich gerade etwas irritiert. Und ich glaube, ihr wollt in Ordnung. Kommt runter. Ja. Bist du sicher, dass wir hier richtig sind, Junge? Das ist nur eine Zisterne. Ja, das muss es sein. Was hat Warum muss Sunny eigentlich so weit draußen gemacht? Er war auf einer Geheimexpedition für Queen Elizabeth. Zack! Ja, dem Atlantis der Wüste. Ihr? Unter dieser Stadt? Haha, da hätte die Hand am sein können. Drake wird ein bisschen unvorsichtig. Aha. Hui! Was soll ich hier? Mir nicht? Das hat Francis Drake auf die Karte gezeichnet. Aha, okay. Jetzt heißt es wieder schön ins Büchlein spicken. So, was... Achso, die Karte meinte er. Das sind die gleichen Säue. Okay. Francis hat das aufgezeichnet, als er hier unten war. Steht da, wie wir den Eingang finden? Ziemlich kryptisch, aber ich krieg das schon hin. Ja, dann, warum schließt du eigentlich die Karte? Ich hab das noch gar nicht gesehen. Und wie stellen wir das an? In diesem Raum sind überall Löcher. Es muss noch einen Hinweis geben. Schaut euch um, wir übersehen etwas. Moment. Ja, ich... Nee, doch nicht. Nee, schade. Ich dachte, die linke dieser drei angezeichneten Säulen wäre das hier. Aber da... Aber das sollte ja eigentlich nicht so schwer sein, weil genau in dem Moment sollte ja keine Säule da sein. Vorausgesetzt, dass es genau noch so wie zur Sir Francis Drakes Zeiten. Moment, da ist doch irgendwas im... Hier ist doch was... Ach nee, Marat. Wo bist du, Sally? Ach, da hinten. Aha. Okay. Was ist denn das? Das ist bestimmt von Drake. Kannst du es entschlüsseln? Ja, ich versuch's. Drücke Select, um die Dechiffrierscheibe zu benutzen. Okay, dechiffrieren wir das mal. Oder einfach gesagt, wir dekodieren das Ganze. Der Mond, hier unten. Ha, ich bleibe auf keinen Fall hier, bis es dunkel wird. Ich wette, es ist ein Rätsel. Ich schreibe es auf die Karte. Du kriegst auf Sir Francis 400 Jahre alte Karte? Was? Den stört's nicht. Nee, würde ich auch sagen. Den stört's nicht. Ob Sir Francis Drakes Karte jetzt bekritzelt wird oder nicht. So, der Mond zeigt den Weg. Der Mond zeigt den Weg. Der Mond zeigt den Weg. Im Grunde kann man sagen, der Mond scheint hier rein. Wenn der Mond da ist... Moment. Ach, ich kann gar nicht raufgucken. Theorie. Wenn die Sonne da ist, ist der Mond da. Aber das ist jetzt reine Theorie. Theorie. Hier ist doch auch was. Ah, Moment mal. Hier sind doch auch Symbole auf dem Boden.
Naja, so ganz übersehen sind sie ja nicht. Das ist ein Dreieck, das war, ich sag mal, so eine Art Sonne. Das ist so ein Kringel. Weißt du, was das ist? Ja, glaub Mond. Ja, tatsächlich, der Mond weist den Weg. Okay, Karte. Ich hier stehe. Das ist es. Ah, tatsächlich. Säule. Elena, du nimmst die an der Wand da drüben. Die nehme ich. Okay, nur reingreifen und den Hebel finden. Wirklich? Ich glaube, wir müssen sie gleichzeitig ziehen. Und wenn du falsch... Und wenn der Arm ab ist, egal. Opfer müssen gebracht werden. Mach es. Eins, zwei, drei. Ist das auch der richtige Hebel? Hört mal. Was habe ich gesagt? Respekt, es hat geklappt. Ja. Echt beeindruckend. Oh, okay. Warum die Geheimniskrämerei seit Jahrhunderten? Was sollte Drake für Elizabeth finden? Das wissen wir nicht. Schatz bestimmt. Was sonst? Die Reichtümer. Ja, ein Schatz. Für eine Königin. So ja, ist ja offensichtlich. Eine reiche und Königin Schweine will natürlich die ganzen Schätze der Welt. Doch bestimmt auch danach, oder? Ja. Das sind Marlos Männer. Hier mache ich mal einen kurzen Schnitt.